Weltfußballer, endlich. Nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, sondern Robert Lewandowski heißt in diesem Jahr der beste Fußballer der Welt. Ich bin sehr stolz und sehr zufrieden. Mit den Bayern hat Robert Lewandowski in der zurückliegenden Saison alles gewonnen. Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Dazu den nationalen und den europäischen Supercup. Eindrucksvolle 55 Tore in 47 Spielen waren es am Ende. Der Pole ist in München zu einem echten Mannschaftsspieler gereift. Ich muss einfach Danke sagen, weil klar, dass dieser Preis gehört auch zu meiner Mitkollegin. Für Mannschaftskollege Manuel Neuer ist die FIFA-Gala ein bekanntes Terrain. Bereits zum fünften Mal ging die Auszeichnung Weltbester Torhüter des Jahres an den Bayern-Keeper. Dass es für Trippelsieger Bayern München nicht ganz zum Welttiteltrippel reichte, verhinderte Jürgen Klopp. Der Liverpooler Meistermacher setzte sich knapp vor Bayerns Erfolgstrainer Hansi Flick durch. Die Meisterschaft war überwältigend. Den Champions League-Titel zuvor möchte ich aber trotzdem nicht missen. Beides war schön. Nach Deutschlands und Europas nun also auch Weltfußballer des Jahres. So langsam wird's eng im Bett.